Herzlich willkommen Leute zu einer neuen Folge von Wrestler Talk. Ja, ich bin mal wieder hier vor der Kamera, vor dem Bildschirm und zocke jetzt WWE Supercard und werde über The Rock reden. Denn heute geht's tatsächlich um The Rock Wrestler Talk natürlich wieder. Wir haben hier 200 Picks und so muss das natürlich auch alles sein. The Rock, Dwayne Johnson natürlich einer der bekanntesten Wrestler zurzeit auf diesem Planeten, beziehungsweise Wrestler. Er ist ein Wrestler auf jeden Fall, er ist aber vor allem auch ein Schauspieler, Movie-Star und so weiter, hat den Weg zu Hollywood geschafft und ist natürlich auch ein super Schauspieler, also da kann man ihm wirklich nichts vorhalten mit hier, du bist irgendwie wie John Cena zum Beispiel, wo ja viele sagen, er kann das gar nicht und er sollte beim Wrestling bleiben. The Rock kann einfach beides, das ist das Geile und auch absolut genialer Typ. Wenn The Rock was kann, dann ist es Micwork. Micwork ist der absolute Pluspunkt von The Rock und das Netzwerk regt mich hier schon wieder gerade richtig auf. Dankeschön. Also auf jeden Fall Micwork, ich glaube, ich muss ihm da 10 von 10 Punkten hier unten geben. Und Netzwerk, ey, das will mich gerade verarschen. Nee, aber The Rock auf jeden Fall einer der stärksten, nicht vom körperlichen her, aber halt, ich glaube auch mit eins der stärksten Mic-Work-Sachen, die du je in einem Wrestling-Produkt kriegen kannst. Also wenn du The Rock am Mic hast, kannst du einfach durchstarten. The Rock mit dem Gimmick zum Beispiel, was mir hier spontan einfällt, ist Rocky Balboa oder so. Oh, Bilbo, genau. Das wäre so behindert. Nee, aber Rocky Balboa war das, glaube ich. Mir fällt gerade echt nicht der Name ein. Kennt ihr das, wenn ihr so nicht wisst, wie zum Beispiel Zaun geschrieben wäre? Okay, das ist jetzt ein dummes Beispiel. Aber halt irgendwie so grundlegende Sachen, wo ihr dann einfach kurz nicht wisst, wie das so und so geschrieben wird. Ich habe das ist öfter gemacht. Bitte macht mich nicht schwach und sagt, ihr habt das nicht. Sonst muss ich leider mal zum Arzt gehen. Nee, Spaß beiseite. The Rock ist einfach super. Und auch zum Beispiel dieses Gimmick, gerade eben erwähnt, dieses Rocky Balboa, oder Balboa, mir fällt echt gerade nicht der Name ein, hat ja zuerst keine Früchte getragen. Also man hat The Rock da reingesteckt und hat versucht, ihn dadurch in gewisser Weise overzubringen, hat aber nicht ganz so geklappt. Und im Endeffekt war sein Pluspunkt dann die Attitude Era, denn durch diese ganze Fehde mit Stone Cold, mit Vince McMahon und so weiter, wo er wirklich seinen Charakter entwickeln konnte, hat ihm sehr, 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 sehr viel gebracht und The Rock passt einfach in dieses Badass-Ding. The Rock ist ein Badass und da hat ihm die Attitude Era sehr, sehr gut getan. In der jetzigen Zeit würde ein The Rock, wenn er zur WWE kommt, glaube ich, nicht wirklich weit kommen, würde ich behaupten, da einfach das Produkt komplett anders ausgerichtet ist, als es in der Attitude Era war. Er würde zumindest nicht mehr so hoch kommen, wie er da hochgekommen ist, würde ich auf jeden Fall dagegen sprechen, dass das so wäre. Ansonsten, Dwayne Johnson überzeugt natürlich super im Ring. Sein letztes Match war, glaube ich, auch John Cena gegen The Rock. Das war jetzt nicht so der Brüller. Also das ist jetzt kein Beleg dafür, dass er unbedingt hier der krasseste Techniker ist oder so. Aber auf jeden Fall, The Rock kann es im Ring, falls er den richtigen Gegner hat. Zum Beispiel auch CM Punk zum Beispiel. Da war auch das Match nicht ganz so gut, wie sich es viele erhofft haben. Ich fand das Match jetzt nicht so schlimm, wie es viele machen. Aber es war natürlich auch kein super, super Ding, was man sich jetzt unbedingt geben muss. Aber gut, The Rock, ich weiß gar nicht, was soll ich noch ein bisschen zu ihm sagen, natürlich der Mann der Catchphrases, also ich glaube kaum jemand hat so viele Catchphrases wie The Rock. And if you smell what The Rock is cooking, oder, ja, was gibt's denn noch? Who are you? I am, it doesn't matter what your name is. Das ist auch, also der Typ ist halt einfach pures Entertaining, ja. Pures Entertaining, genau, pures Entertainment. Wenn du den in der Show hast, passt die Sache auf jeden Fall. Genau, was gibt's so ein bisschen zu The Rock zu sagen? Ich weiß gar nicht, soll jetzt noch weiter ausholen? Ich
gibt's da noch zu sagen? Ja, ich würde sagen, das war's auch. Falls ihr ein paar coole Matches haben wollt, natürlich Stone Cold Steve Austin gegen The Rock. Zum Beispiel, guckt euch auch mal WrestleMania 17, by the way, an. Das war super. Eine der besten WrestleManias aller Zeiten, wenn nicht die beste. Und ansonsten, genau, das zu The Rock. Ich weiß jetzt nicht, was ich sonst noch zu ihm sagen soll, aber auf jeden Fall, er ist ein super Talent. Nicht unbedingt vom In-Ring-Technischen her. Da ist er jetzt nicht ganz so unglaublich stark, aber er macht auf jeden Fall was her. Und ist natürlich auch die absolute Star-Power, zum Beispiel beim Rumble jetzt, Reigns. Das ist ein bisschen dumm gelaufen, da konnte selbst ein Rock Reigns nicht mehr overbringen. Das war schon ein Armutszeugnis eigentlich. Aber ich will jetzt nicht über Reigns shooten oder so. Das mache ich dann in der irgendwie, irgendwas mit 40 kommt Roman Reigns. Ich habe den da schon eingeplant. Also die 40. Folge oder so wird Reigns. Und das kommt dann dahin. Von daher bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao.